Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. So Philipp, guck mal hier. Hier haben wir wieder unser Display von unserer Superkombi eingebaut. 3000 Watt, 200 Ampere Ladestrom haben wir hier wieder eingebaut. Ja, unschlagbares Gerät, ne? Halt, haben wir jetzt ja schon öfter gezeigt. Es ist einfach unschlagbar. Der Kunde hat sein jetzige, ja, ältere Gerät rausgeschmissen, hat gesagt, nee, ich muss das haben, ich brauche Feuer. Ich brauche das Beste vom Besten. Jo, das hat er jetzt bekommen. Batteriecomputer, MaxView, jede Menge Solar. Ja, so ein schickes Auto. Jetzt wieder der modernste Stand von der Technik, sage ich mal, mit MaxView-Antenne. DAB-Antenne, DAB-fähiges Radio. Und also da haben wir richtig, richtig was reingemacht hier ins Fahrzeug. Ne? Hier oben ist die MaxView-Internet-Antenne. Auch ganz groß. Kriegt auch fast mittlerweile jeder Kunde. Aber halt, wie gesagt, der Hauptgrund war hier die Kombi. Und da haben wir auch passende Stromversorgung zugemacht. Jo, gehen wir mal schauen. Guck mal, da haben wir schön in der Ecke die Kombi hingehangen. Wie gesagt, die mal richtig Dampf. Der Kunde hatte vorher hier den Wechselrichter hinter mir hier drin. Das ist natürlich, ja, zum Vergleich zu der Kombi wirklich ja, in die Jahre gekommen. Ne? Funktioniert, brauchen wir nicht überreden, aber ist halt in die Jahre gekommen. Ne? Rapid ist hier drin. Jo, hier haben wir jetzt eine schöne Abgastung. Ja, wie sag ich mal, der Dirk hat sie natürlich gebaut. Hier haben wir jetzt Magnetverschlüsse. Da kann der Kunde reingreifen. Hier sind einmal die Batterien drin. Hauptschalter, Sicherung, so dass der Kunde nichts abbauen braucht. So kann der alles quasi von hier oben bedienen. Kann man auf der Kamera schlecht sehen. So kann der Kunde das quasi von hier oben bedienen. Klack, klack. Magnetverschlüsse schnappen wieder. Zu ist die Geschichte. Ja, wie gesagt, Highlight hier im Fahrzeug ist natürlich die Solaranlage und die Kombi. Ne? Ich sag mal, die ist natürlich, die macht einfach richtig Wind und die bringt richtig Leistung. Ne? Nicht nur kurzzeitig, sondern halt auch richtig Dauer. Ja, für den Bier, wenn sich jemand fragt, warum steht hier der Max-Wind-Karton? Ja, der steht hier, das ist das alte Dachfenster und wir packen immer die Sachen von den Kunden. Hier ist auch alte Batterie, Wandler und. Packen wir immer in die Fahrzeuge rein, damit der Kunde, ja, das sind ja nicht Eigentum von uns, sondern Eigentum vom Kunde. Und da können der Kunde dann selber entscheiden, wer er macht. Manchmal sind ja auch, Flo schmeißt raus, tu weg. Aber erstmal bleiben die Sachen im Fahrzeug, weil es sind ja, ist ja Kundeneigentum. Ja. Natürlich unser Schild hier wieder drin, im Fahrzeug, wie gehabt. Ja, haben wir noch eine Garagenbeleuchtung gemacht für die eine Seite für den Kunden. Ja, so hat der Kunde, wie gesagt, richtig Power. Vernünftiges Ladegerät, vernünftiger Wechselrichter. Das ist natürlich auch schon mega, mega wichtig. Das war's von der Concorde. Oh Philipp, wie gesagt, das war's hier von der Concorde, das wollte ich euch zeigen. Wir haben hier noch zwei 210 Ampere-Stunden Superbatterie mit Relais liegen. Gehen raus, 19,99 €. Wenn jemand Interesse hat, anrufen oder eben eine E-Mail schreiben. Sind neu, waren, weiß ich nicht, 4 Wochen, 6 Wochen im Auto, nichts dran. Ja, wir stehen da hier rum. Also wer Interesse hat, melden, kommen, abholen. Der Erste, der meldet oder der Erste, der es abholen kommt, der kriegt sie und fertig. So, das war's wieder hier aus der Werkstatt. Daumen hoch, Kanal abonnieren und tschüss.